Hallo und einen schönen guten Tag oder Abend. Es ist hier schon ziemlich spät. Heute gibt es das Video Nummer 28 des magischen Masturbationsmonats Mai und morgen geht der Mai zu Ende. Und heute gibt es das Thema: Zögerst du noch oder piekst du schon? Oder auch die Frage: Was ist denn eigentlich Edging? Und ich habe da eine Frage zu bekommen, deswegen spreche ich heute dieses Thema an. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Kiria van de Kamp. Ich bin freiberufliche Hebamme mit dem Schwerpunkt auf die Themen sinnlich leben, lieben und gebären. Mein Thema ist eigentlich das Thema lustvoll gebären und ich habe jetzt diesen ganzen Monat Mai Videos gemacht zum Thema Selbstliebe, Masturbation, Selbsterfreuung. Und ich habe eine Frage bekommen von Sibylla. Sie hat mich gefragt: Liebe Kiria, kennst du den Begriff Edging? Könntest du dazu bitte etwas sagen? Ist das auch was für Frauen? Und was ist der Unterschied zum Slow Sex? Zum Slow Sex habe ich zwei Videos auch gemacht, aber ich werde das hier auch ansprechen. Das ist nämlich tatsächlich was ganz anderes. Das Thema Edging kennen wahrscheinlich eher die Männer, wenn ihr das kennt als Begriff überhaupt. Und da wird das häufig bezeichnet als Orgasmuskontrolle. Die Frauen haben das meistens nicht so nötig, den Orgasmus zu kontrollieren. Die sind viele eher froh, wenn sie einen kriegen. Die wenigsten müssen das irgendwie unbedingt hinauszögern. Männer kennen das zum Beispiel, wenn sie eher mit dem Thema Ejakulatio praecox zu tun haben, wenn sie zu früh kommen und lernen wollen, das herauszuzögern. Also da geht es um einen Energieaufbau und dann den Orgasmus herauszögern, beziehungsweise was du eigentlich tust, ist du stimmst. Also es wird häufig im Zusammenhang verwendet mit Selbstbefriedigung, mit Masturbation, funktioniert sowohl für Männer als auch für Frauen und man kann das aber auch in der partnerschaftlichen Sexualität benutzen. Das heißt, du gehst, entweder ob alleine oder mit dem Partner, gehst du bis kurz vor den Orgasmus. Also wenn du es mit dem Partner machst, dann muss man halt gucken, es ist halt selten so, dass beide immer im selben Tempo sind. Dass man bei einem guckt, muss man wie ausmachen, um wen es da jetzt geht, wer das jetzt ausprobieren will. Aber wir sprechen jetzt mal über den Fall, wenn du es in der Selbstbefriedigung benutzt. Dann gehst du stimulierst dich bis kurz vorm Orgasmus. Vielleicht kennst du den Begriff des Point of No Return. Den willst du vermeiden, weil dann gibt es kein Zurück mehr. Dann kommt der Orgasmus. Also du fängst an unstimuliert und dann fängst du an, dich mehr zu stimulieren und hast eine stärkere Stimulation, noch stärker, noch stärker. Und dann gibt es, wenn du sehr erregt bist, irgendwann diesen Punkt, wo es kippt, wo du es nicht mehr aufhalten kannst. Und du musst quasi für das Edging diesen Punkt erwischen zwischen einer starken Erregung oder sehr starken Erregung, bevor du an diesen Punkt ohne Wiederkehr kommst, Point of No Return. Also du willst vermeiden, zum Orgasmus zu kommen und dann lässt du die Energie wieder runterkühlen, sage ich mal, auf eine leichtere bis mittlere Erregung und fängst dann wieder an, dich wieder zu stimulieren, bis kurz vor den Orgasmus. Und das kannst du so lange betreiben, wie du Lust hast. Ja? Und besonders für Männer ist es sehr empfehlenswert, dass du dann irgendwann aber wirklich die Entladung über den Orgasmus wirklich anstrebst. Ja? Ich sage für Männer, weil das für Männer wirklich sehr unangenehm werden kann, wenn die sich so hochpushen und dann aber keine Entladung haben. Also es gibt auch dieses Blue Balls-Syndrom, blaue Eier. Das ist nicht unbedingt so hilfreich für einen Mann. Bei Frauen würde das nicht so ein Problem machen. Also du kannst sehr wohl dich hochpushen bis vor den Orgasmus und dich dann wieder da rein entspannen. Das könnte sein, dass du auch, ich habe ja auch schon ein Video gemacht über die weibliche Ejakulation, dass du nach innen ejakulierst zum Beispiel. Du kannst aber auch ejakulieren, ohne einen Orgasmus zu haben, wenn du ejakulieren willst und kannst überhaupt. Das ist aber da nicht so, ich sag mal, gesundheitlich schädlich. Und in der partnerschaftlichen Sexualität genauso. Das Edging kommt halt von dem englischen Edge, wie Kante oder Grenze, wird auch manchmal als Surfing bezeichnet. Das ist so ein Surfen an der Kante. Ja. Auch als Partner zusammen könnt ihr das machen, dass ihr beide oder einer immer so bis an die Grenze geht. Da kann ja mal wieder einer Bescheid sagen, sagen, Moment, wieder runterkühlen. Ja. Und
warum würde man das machen überhaupt, ja? Manche Frauen sind froh, wenn sie überhaupt zum Orgasmus kommen. Die wollen es nicht noch irgendwie rauszögern und wieder runterkühlen. Ja? Weil vielleicht verlierst du dann irgendwie deine Erregung und kommst nicht mehr, wenn du das willst. Was du damit erreichen kannst, ist, dass oft mit jedem Mal die Erregung stärker wird. Das heißt, du kannst intensivere Orgasmen darüber erreichen. Und ich habe so etwas Ähnliches schon mal erzählt in dem Video über die Herzerfreuübung, wobei du da noch zusätzlich die Energie hochziehst zum Herzen und sie verteilen willst im Körper. Das kannst du natürlich kombinieren, sowas, und kannst sehr intensive Orgasmen darüber erfahren, indem du einfach nicht direkt kommst, sondern ein paar Mal edgest und oder surfst an der Kante und dann wieder runter gehst mit der Erregung. Entweder manche machen so einen Start und Stopp, dass sie wirklich stoppen, sich zu stimulieren, und andere verteilen die Energie eher im Körper oder gehen an eine andere Stelle dann, dass die genitale Erregung nicht so weit hochgeht. Das wäre eine Möglichkeit. Aber eben für Männer empfehle ich wirklich, dass du am Schluss einen Orgasmus hast, wenn du das machst. Was ist jetzt der Unterschied zum Slow Sex? Beim Slow Sex gehst du gar nicht so in diese hohe Erregung rein. Du gehst gar nicht bis kurz vor den Orgasmus, sondern ich habe zum Thema Slow Sex sehr das Buch von Diana Richardson empfohlen, Zeit für Liebe. Das Pendant für Teenager heißt zum Beispiel Cool Sex von ihr. Und das beschreibt so ein bisschen, worum es da geht. Es geht eher darum, in einer kühleren Temperatur zu bleiben, gar nicht so sehr in diese Hitze der Erregung zu gehen, sondern eher einfach viel frühzeitiger, viel entspannter zu bleiben grundsätzlich beim Sex. Weil das einfach viel, viel schwieriger dann ist, wieder da so runter zu kühlen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Also du könntest sagen, dass das Edging mit der Hitze spielt, das ist, da willst du wirklich diese, da willst du wirklich richtig heiß werden und an dieser Kante surfen, und im Slow Sex bleibst du eher entspannter. Das kann zwar auch mal sein, dass die Erregung da steigt und du es wieder runterkühlen lässt, aber du pusht es nicht bis an diese Grenze, bis an diesen Rand ran. Ja? Damit du auch für den Mann gar nicht unbedingt dahin kommst, dass der unbedingt kommen muss, weil das ist ja nicht das vorrangige Ziel im Slow Sex. Das darf zwar auch passieren, aber da willst du eher kühler bleiben von der Temperatur. Ja. Das würde ich so als Unterschied beschreiben davon. Also das Edging, da geht es darum, eigentlich einen intensiveren Orgasmus zu bewerkstelligen und für Männer oft eben länger zu können, auch das wie zu trainieren, damit Frauen eher Richtung multiple Orgasmen oder stärkere Orgasmen zu gehen, und Slow Sex, da bleibst du einfach in einem kühleren Gewässer, ja, und willst eher einen ekstatischen Zustand oder orgasmischen Zustand erreichen als einen Orgasmus. Also nicht so sehr den Gipfel, du strebst nicht den Gipfel an, sondern das sinnlich lustvolle Floaten, sage ich mal. Ich hoffe, das hat diese Frage beantwortet. Und auch wenn ich dann bald mit den Videos über das Thema Masturbation aufhören werde, könnt ihr mir natürlich weiterhin auch Fragen stellen zum Thema Sexualität. Also wenn das irgendwie in meinen groben Arbeitsbereich oder meinen Interessenbereich passt, wo ich was drüber zu sagen hätte, mache ich da auch gerne nochmal Videos drüber. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß, lustvolles Erforschen und alles Liebe von mir. Bis bald.